Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Wir spielen 7 Days to Die und heute mit dem Holzfäller Spezial. Der Holzfällen Spezial. Wir müssen unsere Basis ein bisschen sicher machen. Na gut, gerade muss ich ein bisschen Stein hier mal weg, der stört eh. In der Nacht hatten wir ein bisschen Besuch und wir brauchen eindeutig mehr Fallen. Wir haben uns hier unten nämlich diesem Mr. Hauswand gekommen. Und durch diese Hügel hier schaffen sie es hier hochzuschlagen, die Schweine. Ja, ich bin hier gerade noch dabei, die Steinplattenblöcke zu machen. Ach so, einer kostet schon 20. Dann mache ich erstmal 41. Dann habe ich überhaupt kein Holz mehr. Und willkommen beim Holzfäller Spezial. Was machen wir in diesem Spezialvideo? Holzfällen? Holzhacken! Be prepared! Was willst du sagen, ich soll nicht singen? Ich bin gerade kaputt. Ah, ich muss noch dieses Repair-Kit finden, das wir angeblich irgendwo haben. Scheiße, dann hatten wir es vielleicht doch nicht, wenn das in dem Haus nicht war. Ich hab's jetzt auch nicht gesehen. Aber, warte mal, ich habe jetzt die Schmiede fertig. Dann packe ich da gleich mal das Eisen und so rein. Ja, ich weiß nicht, ob man das damit reparieren kann, aber man kann es versuchen, ja klar. Also ich habe zwar noch einen Bogen 1, aber ich... Scheiße, jetzt komme ich da nicht hoch. der Zweierbogen wäre mir lieber. Der macht einfach mehr Schaden. Als der 1er Bogen. Ja, ich gucke mal, ob das auch stimmt. Ich behaupte es einfach mal. Der macht 29 Damage. Und der macht 29 Damage. Wo sitzt der Unterschied? Hält 800 aus und der 1200. Also sind vom Schaden identisch. Okay. Das ist ja nur der die Stufe 1 sagt einfach nur die Haltbarkeit an. Faszinierend. Ja, früher war das anders. Ja. Höher die Stufe, mehr Damage. Ja, gut zu wissen. Dann kann ich auch mit dem 1er zur Not kämpfen. Also, der hält bloß nicht mehr so lange. Oder der hält dann halt nicht so lange aus, aber... Ist dann nicht mehr so wichtig. Das Problem hat sich so gerade selbst ein bisschen minimiert. So, wir wollen nicht nur die ganzen Bäume hacken, wir können auch Steine zerhacken. Unglaublich, aber wahr. Wir können Steine zerhacken. Oh, Mathilde, hast du das jemals gemacht? Steine gekloppt. Andere Frage, wo soll ich die Schmiede aufbauen? Ja, wir haben nur EG und erste Etage ist, Ne, haben wir nur die erste Etage da, ne? Hm. Was ist noch auf dem Klo? Auf dem Klo? Dann müssen wir erstmal frei bauen, ne? Ah, das wäre aber lustig. So neben der Schüssel die Schmiede. Das ist immer warm. Sonst, wie wär's hier einfach in der Ecke? Dann hau ich die Couch weg. Das sieht so gemütlich aus. Ja, hau die Couch weg. Ne, komm, ich hau das hier weg. Hier, den Schreibtisch. Der sieht sowieso kacke aus. Genau, den können wir nicht benutzen. Weg damit. Wir haben sowieso bei den einen Schrankwand, bei dem Fenster, da sind auch Schränke, die sind, die können wir nicht nutzen. Die können wir auch abhacken eigentlich. Ja, die wollte ich sowieso nochmal ersetzen. So. So, jetzt mal wieder ein Baum. Lehm kommt da auch rein. So, jetzt brauche ich noch mehr Eisen. Da ist noch mehr Eisen. Go. Und dann brauchen wir Pflastersteine, ne? Hm. Ja, um Pflastersteine kümmere ich mich. Ja? Ja. Mach du mal Holz. 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 Gibt's lustige Holzlieder? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Holzmichel noch? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Oder so ging das, oder? Ja, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Ist nicht so meine Musikrichtung. Denkst du, es ist meine? Klar! Was?
Oh, ich hack hier alles nieder. Alter, der Baum ist fast auf mich draufgefallen. Ja, dann geh doch mal aus dem Weg. Ja, ich grabe hier. Wo gräbst du denn? Gräbst du gerade ein eigenes Loch? Am See. Ah, das Loch am See. vor dir unter Wasser sind zwei Zombies, aber sind ein bisschen weiter weg. Vielleicht haben sie dich nicht gesehen, weil du gräbst. Dein eigenes Grab. So. Oh, der sieht auch kahl aus hier, der Baum. Der ist nicht mehr so gesund. Die müssen wir hacken. So, holen wir uns mal kurz. Weil wir müssen auch auf jeden Fall Pfeile machen. Pfeile, ja, ja. Pfeile auf jeden Fall. Oh, da kommen zwei. Ja, der identische, der Zwillinge. Da hinten ist auch noch einer. Sieht so ein bisschen nach Horde aus. Knüppel! Der rote Knüppel, der macht's! Bam! Mach dir dein Gesicht kaputt! Bam! Und auch dein Gesicht! Und auch dein! Jetzt neu, von Marcel! Knüppel, roter Knüppel! Für dein Gesicht! Und der deiner Freunde! Und der deines Freundes! Jetzt neu, von Marcel! Kauf zwei, dann kriegst du einen. Nee, warte mal. Macht ja keinen Sinn. Die sind tot, so. Sind immer noch so viele Zombies hier. Das sollte jetzt reichen erstmal. Zurück zu meinem Stein. Den Zombie-Horde haben wir noch nicht gesehen, ne? Weil die machen. Dieses Kabel! Die machen hier schon so ein bisschen. Da sind noch zwei, drei. Da ist noch eine. Und hier ist noch eine. Oh, der Knüppel hat sie umgehauen. Ich wollte jetzt nicht von einer Horde sprechen, aber hier waren schon eindeutig ein paar Zombies. Alter, ich will doch nur hier Holz hacken. Mutti, was los? Mir fehlt ein bisschen am Kopf, du. Hier, mein Knüppel. Zack. Oh ne, das war eine Pflanze. Jetzt aber. Knüppeltime. Wie heißt der gar nicht? Werden die Namen nicht mal eingeblendet bei den Zombies? Anscheinend nicht. Weil früher hieß die Mutti oder so, ne? Verweste Mutter oder sowas war ja. Das. Ja. Oh, schade. Und das ist immer toll, die Namen. Pass auf, da hat sich bestimmt eine Mutter beschwert. Die so ähnlich aussah. Warum heißt denn der Zombie mit dem blauen Hemd? Verweste Mutter, ich bin auch eine Mutter. Ich fände das auch nicht so toll, wenn ich mit irgendeinem Zombie in einem Spiel verglichen werde. Naja komm, du musst aber schon echt scheiße aussehen, wenn du so aussiehst wie ein Zombie hier. So scheiße sieht doch kein Mensch aus und der fehlt dir auch ein bisschen Kopf, ne? Kann ja auch nur sein, dass da irgendwie jemand mal war. Er ist den Zombie gesehen, der sieht genauso aus wie XY. Ja, ein bisschen. Also ich wäre da nicht froh, wenn sowas irgendwie über mich gesagt wird. Das kann ja immer mal vorkommen bei irgendwelchen Spielen, dass die irgendwie ähnlich aussehen. Ah, ich habe jetzt schon ein paar Zombies weggeknüppelt. Bisschen was pflanzen. Pflanze hier mal schön an der Straße. Alle! 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 Oder so. Eine Straße, viele Bäume. So was Bescheuertes. Du hast es angefangen zu schreien. Entschuldigung. Ich wusste das gar nicht, was du willst, ey. Pflastersteine sind fertig. Hurra! Das heißt, jetzt mache ich noch die Klötze. Hier, wo ist mein Holz? Wenn die Klötze fertig sind, höre ich auf, Steine zu kloppen. Dann habe ich genügend Steine auf jeden Fall für meine Pfeile. Ja, dann komme ich jetzt mal. Wir machen mal Favoriten. Dann baue ich nochmal 35 Stacheln und komme ich erstmal rum mit den Stacheln. Und damit wir ungefähr sehen, was wir noch haben, was wir noch brauchen, meine ich. Ach, davor zerknüppel ich dich nochmal. Wieder vier Zombies hinterm Haus. Was ist denn hier los? Ist das hier ein Zombie-Treff?
Vielleicht verliere ich mal den. Ey, die hat einen Stein kaputt gemacht. So eine doofe Kuh. Der Zombie ist auf den Stein gefallen und der ist kaputt. Oh. Dafür kriegst du jetzt auch nochmal einen auf den Nuss hier. Man nennt mich Nussknacker. Oder Kopfknacker. Geht ganz gut. Mit dem Knüppel. Bei den einfachen Zombies. Oh. Apropos einfache Zombies, da hinten ist eine Kreischerschlampe. Die laufen da echt auf dem Hügel rum. Die kommen nicht zu unserem Haus. Das ist ganz gut. So, jetzt machen wir ein bisschen... Habe ich gerade einen Hund gehört? So. Ah, die hast du gekillt. Das ist... Ich dachte gerade, das hörte sich an den Hund, aber... Nein, ich habe die gekillt, bevor sie kreischen konnte. Hier fehlen noch ein bisschen Steine. Ich glaube, hier warte ich nochmal. Oder soll ich hier vorne am Eingang auch schon welche legen? Am Eingang bitte noch... Achso, da wo die Wand schon fertig ist, kannst du gerne schon Stacheln hinsetzen. Ups, das ist Doppelstachel. So. Gucken wir mal, ob ich jetzt genügend Pflastersteinblöcke habe. Ups. Na. Denn in der Nacht haben wir ja gesehen, wie wichtig diese Pflastersteine sind. So, diese Platte auf dem Boden gefällt mir einfach nicht. So, 53 habe ich noch. Ah, ich hacke einfach noch mal ein paar Bäumchen. Und die Federn verarbeiten wir auch mal gleich. Ups, scheiße. Nein. Ist er reingelaufen oder was? Nein, ich habe einen Steinblock an eine falsche Stelle gesetzt. Das ist nicht schlimm. Außer die können damit hochhüpfen. Das ist natürlich fatal. Ja, deswegen muss ich ihn jetzt wieder abbauen. So, die Pflastersteine sind übrigens fertig. Juhu. Dann lege ich erstmal... Ah, hier, die Pflastersteine hier vorne werden gefährlich am Eingang. Da müssen wir uns... Ja, ich bin auch im Überlegen, ob ich doch noch ein paar Pflastersteine mehr mache und die verstärke. Was? Ach nee, dann die Front? Ach komm, für Nacht 1 wird's reichen. Na gut. Ich habe nur Angst, dass wenn ich hoch will, dass ich mich dann selber hier töte. Beim Hochklettern. Nächste. Also ich weiß nicht, die alten Stacheln fand ich irgendwie optisch ansprechender. Ja. Und das war, früher war es immer so, die waren nicht automatisch rot. Die waren erst rot, wenn du oder jemand anders da gegengelaufen ist. So. Ah, jetzt kommen sie langsam vom Hügel runter. Geschmiedetes Eisen. 54 kann ich machen. Das heißt, da können wir ein bisschen was mit reparieren. Ich verstärke erstmal mit den restlichen Stacheln noch die Ecken. Wir haben ja eins gelernt in diesem Spiel, die hängen ja meistens in den Ecken. Ja, aber die, wir haben ja auch schon festgestellt, dass sie sich hier irgendwie doch die Wege suchen. Ja, mal gucken. Wie sie es machen. Na, also wir müssen echt einen Stachel mehr machen. Ein Meer von Stacheln? Genau. Oh, da ist so einer. Box ich mal um. Box ihn mal um. Ah, sind zwei. Hey, du! Box beide um. Der wehrt sich. Hat dir nichts geholfen. So, Skaterboy. Du warst immer der Skaterboy, der Coole hier. Also noch ein, noch einer. Ich bin cool, ich bin cool. Zack. Treffe ich nicht. Zack. Ah, einen. Ja, tut weh, ne? Zack, gleich noch einen. Und gleich noch einen auf den Kopf. So cool bist du dann doch nicht. Weiß gar nicht mehr, wie die hier. Die ist mit Bauch frei hier. Der kurze. Großes Mädchen? Das kann sein. Nee, die Mädchen war, glaube ich, nicht mit Kleid. Verweste Frau? Hm. Könnte auch sein. Alter, die Krampfadern. Was wird der wahrscheinlich auch haben? So,
Hab sie umgehauen. Hm, 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 13 Stacheln haben wir noch. Oh, Kreischtante. Ah, Schleichschaden, schnell ran, bevor sie schreien kann. Fuck, du dumme Kuh! Aber geschrien hat's ja nicht. Sehr gut. Aber sie hat mich getroffen. Nicht. Die sind trotzdem, werden immer mehr Zombies hier zwischen uns. Oder lockt die automatisch jetzt Zombies an? Keine Ahnung, ich meine, wir haben jetzt auch langsam echt viel Licht, ne? Ich hab mich schon wieder getroffen. Airdrop, 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 ich sehe ihn nicht. Er scheint doch nicht markiert zu sein. Nee. Oh, ich sehe ihn. Ich laufe hin. Dann lauf du mal hin. Dann ernte ich hier noch ein paar Zombies. Nein. Oh. So. Ich kann nicht mehr die Richtung ändern. So. Ist auch zu Mittag und echt noch dunkel. Oh, die Kreischtante. Oh, schon wieder eine. Dann gehe ich da mal weg. Dann gehe ich einfach mal die Straße runter und ich hoffe, dass die abhauen. Oh, er fällt noch. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, was der Airdrop so zu bieten hat. Ja, ich auch. Erzähle mal, was du dann findest. Früher gab es auch Maschinengewehre und Panzerfäuste. Ne, gar nicht, doch. Bazooka. Panzerfäuste? Eine Bazooka gab es doch, oder nicht? Raketenwerfer. Granatwerfer. Oder Raketenwerfer. Raketenwerfer war es, ne? So, irgendwo hier ist das Ding runtergekommen. Ich bin gespannt. Und ich bin gespannt, wie der Baum fällt. Wie fällt er? Wo fällt er hin? Wo fällt er hin? Ah, ich hab sie. Wo fällt der Baum hin? Wo fällt er hin? Ach, er fällt genau von uns weg. Zack. Ganz viel Essen. Nur Essen? Fast nur Essen. Eine Taschenlampe und einmal Honig. Ja, Taschenlampe kann man ja mit einer Waffe kombinieren. Vielleicht sogar mit einem Bogen. So, und ich gönne mir jetzt dafür eine große Rindfleischportion. Na, du haust hier gleich alles hier weg. Und war da weit weg von uns? Nö, geht. Aber ja, wenn du nach Hause kommst, kann sein, dass da ein paar Zombies auf dich lauern, ne? Da in der Ecke, wo du vorhin rumgearbeitet hast, da ist schon ja, eine Kreischerin. Ich bring das Zeug auch erstmal weg, weil jetzt bin ich voll beladen und dann bin ich so schnell kaputt, wenn ich jetzt die Bäume hack. Das stimmt. Ich sehe sie jetzt nicht mehr, aber... Wahrscheinlich ist es aus meiner Reichweite. Ach, ein paar Vogelnesterchen kann ich auf dem Weg auch noch. Ja, die kann man immer gebrauchen. Also. Leer machen. Wie sieht's denn aus? Hast du Hunger? Hast du Durst? Aber ich glaube, Federn haben wir ja, glaube ich, auch noch eine ganze Menge zu Hause, ne? Ja. Aber kannst ja immer gebrauchen, also. Ja, klar. Geht nur ein bisschen darum, dass wir auch die Nacht. Mhm. Da werden wir nämlich einige brauchen. So. Da
Mal wieder ein Bäumchen hacken. Ah, diese Wassereffekte hier auf dem Server, die finde ich irgendwie bescheiden. Ja, ich finde es schade, dass das so in der Ferne so doof aussieht. Vielleicht müssen wir das doch mal im Server einstellen, aber ich habe da bisher nicht dran gedacht. Weil der andere Server, der so ein bisschen rumgespackt hat, der hat das ja alles ordentlich angezeigt. Ja, nur hat er uns alle 10 Minuten gekickt. Ja, so ungefähr. Entweder hat er Neustart gemacht, dieses Arschloch. Und die Leute, die uns den Server vermietet haben, wussten auch nicht weiter. Ja, die hatten uns dann, glaube ich, auf einen neuen Server. Genau, hardware-technisch auf einen neuen gelegt, aber hat nichts gebracht, war dann selben Fehler. Und da die ja so ewig lang gebraucht haben zum Antworten, naja, gut, waren ja Feiertage. Aber, ja, man hat ja auch Urlaub und den Urlaub will man ja nutzen, ne? Richtig. Man muss dazu sagen, dass wir das Problem echt schon relativ lange hatten. Ja, wir hatten ja zwischendurch mal neu angefangen und hier und da hat alles nicht geholfen, den Server neu gemacht. Das war scheißegal. Andere haben ja auch das Problem. Ich weiß nicht, wie die es gelöst haben, aber zum Teil gab es ja keine Lösung, ne? Zum Teil gab es keine Lösung. Also wenn ihr eine Lösung habt und wisst, schreibt es in die Kommentare, aber... Ist jetzt eh zu spät, wir sind jetzt auf einem anderen Server und der läuft. Genau. Weil wir haben ja extra einen Server. War da für zwei Spieler gedacht oder für mehr? Ich weiß nicht, ob du zwei oder mehr Slots hattest. Nee, Slots haben wir 8. Dann können da auch 8 Leute drauf spielen. Naja, ich kann mir schlecht vorstellen, dass er mit 2 schon dann so überladen ist. Ne? Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nee, ich mir auch nicht. Wie sieht es in der Schmiede aus? Gut, können wir ausschalten. Also 54 Eisen sind da. Gucken, ob man damit den Bogen reparieren könnte. Nein, kann man nicht. Kann auch sein, dass man dafür echt dieses Buch braucht. Also Compound-Bogen. Ja, wenn es das gibt, bestimmt. Weil früher gab es dafür die ganzen Waffen oder für einige Sachen, Klamotten, gab es ja auch Bücher, die man lernen musste. Haben musste, um es zu bauen. Wir haben ja immer wie blöd das Taschenvorrat gesucht. Das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Nee. Ich hacke Bäume. Bum, 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 bum. Hack, hack. Fell, fell, fell. Und wir haben noch genügend Zeit zum Hack, hack, hack. Ja. Ja, heute die Hack-Session. Extra 3 Hack-Spezial. Extra 3 Hack-Spezial, ja. Oh, hier sind Bäumchen. Da sind welche. Dann hole ich erstmal die. Baum, Baum, Baum. Da. Baum, Baum, Baum. Da. Baum, Baum, da. Den hauen wir mal. Bleib mal liegen, mein Freund. Also wenn sie mal daneben schlagen, hauen die auch mal Gras kaputt. Das hat er auch gerade gemacht. Oh, jetzt habe ich eine Kreisschlampe bei mir in der Nähe. Sehe sie nicht, aber gehört habe ich sie. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir müssen unsere Axt wieder reparieren.
freue mich schon drauf, wenn wir endlich richtige Eisenwerkzeuge haben. Ja. Oder eine richtige Axt. Ja. Aber dafür muss ich Level 20 sein, damit ich die bauen kann. Die einfach mehr Schaden macht, damit man schneller abbauen kann. Ja, dann ist man zwar auch erstmal wieder schneller kaputt, aber... Das übt ja auch. Also ich weiß nicht, ob das noch trainiert. Das war ja mal so. Naja, das war ja mal so. Stimmt, das kann sein, dass es ja weg ist. Weil früher hast du es ja quasi mit einer schweren Waffe oder schweren Axt. Und der Holzcharakter hat sich ja irgendwie trainiert. Ja, und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Pfeile nochmal nebenher machen. Ja, Pfeile kann man ja immer gut gebrauchen. Jetzt sagt die Steinfraktion. Auch noch ein bisschen was. Aber hacken wir mal einen Stein kaputt. Immer Bäume hacken ist ja langweilig. Ich gebe euch Abwechslung. Darum jetzt mal einen Stein. Wow. Ja. Kann auch Steine hacken. Wow. Schöner Stein. Zack. Oh, jetzt haben wir zwei Teile draus gemacht. Ja? Du kannst den Stein dreimal zerhacken. Dreimal Action. Ich habe kein Wasser mehr. Das Gute ist, dass du da auch Eisen rauskriegst. Ja, so ein bisschen halt. Wir sind nämlich noch in der Phase, wo wir... Oh, der Baum ist fast auf mich draufgefallen. Alter, wie schnell wird's denn auf einmal hell? Die ganze Zeit ist es so dunkel und jetzt wird's richtig hell. Also spätestens um 20 Uhr wäre ich dann aber... Also 20, 21 Uhr möchte ich dann noch im Haus sein, dass man noch die letzten Vorbereitungen im Haus macht. Ja, ja. So was essen. So. Oh, scheiße, ich brauche was zu trinken. Ja, ich bin auch nicht mehr so... Bist du eigentlich auch gleich nach Hause? Ich habe auch gar nichts zu trinken mit. Ich dödel. Hab's schon ausgetrunken. Das Einzige, was ich noch hatte. Ich hoffe, dass sie nicht hinter dem Haus angreifen. Ich sehe gerade, da haben wir gar... Dass die wo? Ja, hinterm Haus. Ach ja, scheiße. Da haben wir nämlich gar nichts hingebaut, so ein Laufsteg oder irgendwas in der Richtung. Ei. Scheiße. Jetzt, wo du sagst... Nein! Ah, scheiße! Ah, ich bin tot. Lass mich raten, es war die Kombination von Basis hochklettern und runterfallen. Ja, da war ja noch so eine doofe Luke. Aber Gott sei Dank bin ich ja jetzt direkt in der Basis. Oh. Jetzt habe ich auch keinen Durst mehr, glaube ich. Jetzt hast du bestimmt keinen Durst mehr, ne? Ja, ich habe jetzt gar keinen Durst mehr. Ist ja cool. Die Frames lassen wir mal so. Ich habe aber Durst. Aber ich habe Hunger. Nam, nam, nam. Nam, nam. Ich sag lieber. Ja. Oh, da ist ja mein Rucksack. Wie kommt der denn da hin? It's magic. So, tack, tack, tack. Scheiße, es ist nicht 18 Uhr. Ja. Soll ich mich dann noch um den Laufsteg kümmern? Mach du mal einen Laufsteg, ich mach da unten meine letzten 30 dann nochmal auf der Seite. Damit die es da schwerer zu bekämpfen haben, damit man von oben besser die zerschießen kann. Mhm. Die letzten 30. Ein bisschen Zeit haben wir noch und die werde ich auf jeden Fall nutzen, um noch so viele... So, auf dass ich nicht nochmal sterbe. Hey, bitte nicht. Vielleicht, wenn sie hier wenn die KI hier merkt, oh, hier sind mehr Stacheln, vielleicht greifen wir da erst gar nicht an. Oh, jetzt ist da natürlich... Oh. Diese Scheiß... Ja? Fenstersimse! Oh, ich komme ja auch gerade nicht so... Die baue ich jetzt hier dann ab. Oh! Ich habe nichts gemacht. Ich auch nicht. Och, jetzt hat mal... Jetzt startet der Server auch neu. Nee. Ich komme gleich wieder drauf, also... Warum wurden wir jetzt gekickt? Ich habe keine Ahnung. Dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen Break, warum auch immer. Wir machen noch unsere Verteidigung soweit fertig und ja, das nächste Spiel wird, das nächste Video wird dann die Nacht. Die blutrote Nacht sein. Genau. Weil wir jetzt irgendwie... Okay, oh,
wurden. Hm, ich Warum guck gleich mal wegen dem Server. Vielleicht hätten wir da nicht drüber reden sollen vorhin. Ja, stimmt auch wieder. Also haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüssi.